Für die Chemnitzer einfach nur der Nischel. 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 Der Nischel. Nischel. Der Nischel. Nischel oder auch Nischel. Laut Wörterbuch für Schweineschnauze, Maul, Schädel. Meistens jedoch abschätzig für Kopf. Das Karl-Marx-Denkmal beschäftigt die Chemnitzer nicht erst seit der Wende. 10. Mai 1953. Chemnitz wird in Karl-Marx-Stadt umbenannt. Doch es sollen noch 18 Jahre vergehen, bis am 9. Oktober 1971 das Monument des sowjetischen Bildhauers Lew Kerbel enthüllt wird. Bronze und ukrainischer Granit. Materialien für die Ewigkeit. 39 Jahre später scheint er noch grimmiger in die Welt zu blicken. Dabei hat der Nischel Glück gehabt. Die Denkmale seines Kollegen Lenin wurden allerorten radikal entsorgt. Und auch in nun wieder Chemnitz hieß es nach der Wende, wer jagt Karl Marx aus der Stadt? Abreißen, einschmelzen, nur weg. Wenigstens hinter Gitter mit dem Halunken. Heutzutage sieht man das alles viel gelassener. Das soll bleiben. Ne, hat er erst gestanden. Warum soll der jetzt woanders hin? Mich stört er nicht da vorne. Da gehört langsam das Stadtbild. Bleibt, weil der gehört dazu. Ich finde ihn nicht hässlich. Außerdem ist nicht alles falsch, was er gesagt hat. Auf keinen Fall. Oder? Ist mir eigentlich egal. Da kann doch bleiben. Auf jeden Fall muss er bleiben. Kann ruhig bleiben. Kommen ja auch einige Besucher nach Chemnitz deswegen, ne? Und bringen vielleicht etwas mit in die Stadt, von dem man nie genug haben kann. Kapital.